Erstmal, mit welchem Gefühl blickt denn das Handwerk in Südbrandenburg jetzt in Ihrer personifizierten Form ins neue Jahr? Wir sind optimistisch, weil die Auftragsbücher gut gefüllt sind und gleichzeitig besorgt, weil die Betriebe gerne noch mehr Aufträge schneller, kompetenter ausführen würden, aber da fehlen ihnen leider die Kapazitäten in Form von Personal. Man kümmert sich als Unternehmer heute dann mehr darum, wie kann ich es schaffen, dass mein Personal bei mir bleibt, was tue ich, damit die Mannschaft erhalten bleibt. Und es ist wirklich kompliziert, junge Leute zu begeistern für eine Ausbildung im Handwerk. Wir versuchen sehr viel, wir versuchen unterschiedlichste Wege. Uns ist bis jetzt noch nicht der große Wurf gelungen. Wir haben auch gehört, auch das Stichwort Nachfolge ist ja ein Thema. Also wir haben, glaube ich, habe heute gehört, die Zahl über 2000 Handwerksbetriebe, die auch Nachfolger bräuchten, damit sie weiter existieren können. Was sind denn Instrumente überhaupt, damit man das alles überhaupt noch anpacken kann? Naja, das ist das Problem, dass wir dann wirklich junge Leute brauchen, die sich auch das trauen, zutrauen und in der Selbstständigkeit auch wirklich eine gute Perspektive für ihr Leben sehen. Und ja, vielleicht sind wir da auch manchmal mit dabei, dass wir die Dinge auch zu sehr verkomplizieren, indem wir ansprechen, was alles da an bürokratischen Hürden auf einen Unternehmer wartet. Aber es ist wirklich auch nicht gelogen oder gesponnen. Man hat als Fachmann im Handwerk, nehmen wir mal einen Zimmerermeister, viel weniger mit den fachlichen Dingen zu tun, als dass der sich wirklich um Dinge kümmern muss, die mit dem Betrieb an sich Umsatz im Zimmererhandwerk zu erwirtschaften, unmittelbar gar nicht so viel zu tun haben. Und da denke ich auch mit dem Blick in die große, weite Welt. Wir haben ja dieses Kooperationsprojekt mit Vietnam. Vietnam, ein asiatischer Staat auf dem Sprung. Die haben da durchaus auch andere Regelungen und sind erfolgreich. Also wir sind da als Deutsche vielleicht manchmal zu akkurat. Also würden Sie sich auch von der Politik ein bisschen Bürokratieabbau wünschen? Ich habe ja nun die Ehre, das schon längere Jahre zu machen, und ich habe das immer wieder gehört, mir ist der Glaube verloren gegangen, weil ich glaube, es sind inzwischen auch zu viele, die in Büros sitzen. Ich muss mal vorsichtig sein, ich sitze ja selbst im Büro, aber es ist doch so, dass es dann dazu auch beiträgt, dass wenn man seine Arbeit, und die wollen ja auch alle ihre Arbeit gut machen, sich natürlich dann wieder neue Vorschriften, Regelungen, Dinge, die da gelten für die Unternehmer, ausdenken. Und wir sehen sie jetzt bei der Kassenbonpflicht. Wir werden zwar schon ein bisschen verlacht, weil wir ja das ansprechen, aber es ist doch eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand niemanden zu erklären, dass wir das jetzt wirklich so umsetzen und am Ende, ich war heute auch wieder einkaufen, der Unternehmer auf dem Bon sitzen bleibt, weil ich ihn auch nicht mitnehme. Vielleicht wird er dann hoffentlich der ein oder andere Steuerschaden vermieden, oder? Ich weiß nicht, ob es noch, da bin ich jetzt auch nicht genügend Experte. Ich denke, die Leute, die wirklich ehrlich ihren Arbeit machen, sind in der Mehrheit gegenüber denen, die kriminelle Energie entwickeln. Und auch wenn es uns noch so feine Regelungen einfallen, wer kriminelle Energie hat, wird sich wieder ein Schlupfloch finden. Schauen wir mal trotzdem nochmal aufs Thema Fachkräfte-Nachwuchsmangel. Thema ist ja auch immer so ein bisschen diese Berufsorientierungsschiene. Sie haben vor allem Projekte auch im Bereich Gymnasien. Ja, wir haben die Gelegenheit letztes Jahr bekommen, durch ein Pilotprojekt mit zwei Gymnasien aus Cottbus, Steenbeck und Humboldt, zu beginnen. Wir machen da auch Erfahrungen. Wir sind selbst da herangegangen. Jetzt kommen Gymnasiasten, müssen wir von der Ausbildung her auch die Anforderungen nach oben schrauben. Da haben wir auch Erfahrungen gemacht, dass da durchaus das ganz normale Jungen und Mädchen sind. Und wir würden uns wünschen, dass wir, nachdem ja nun so viele auf die Gymnasien oder höher weiterführenden Schulen gehen, dass wir also da auch die Berufsorientierung ausbauen können. Das ist unser Wunsch. Wir stehen da bereit. Unsere Werkstätten sind vorhanden. Und nur wer einmal eben auch damit konfrontiert wurde, was ist ein Tischler? Eine Tischlerwerkstatt, eine Elektrowerkstatt, eine Maurerwerkstatt. Der kann sich dann auch ein Bild machen. Ist das eventuell was für mich oder bin ich da überhaupt nicht gut aufgehoben? Würden Sie dann konform gehen, wenn ich sage, ja, die Gymnasien müssten sich dann mehr von den Gedanken lösen, nur auf Studium auszusehen? Sowieso, weil wir hören es ja, 30% Studienabbrecher. Wir sind eine reiche Gesellschaft, die sich das leistet. Denn es ist am Ende das Geld derjenigen, die arbeiten gegangen sind, die da nicht in einen Abschluss gemündet sind. Und
Ich denke, es ist auch nicht gut für die jungen Leute, denn Studienabbruch, ich habe es nicht geschafft, das ist ein Negativerlebnis. Da gibt es so viele Dinge, bis hin, dass ich einen Abschluss erwerbe. Wir haben ja wohl über 20.000 Studienrichtungen inzwischen in Deutschland, wo gar nicht klar ist, ob ich damit auch Geld verdienen kann. Also von meiner Generation her, sage ich jetzt mal ganz, vielleicht auch ein bisschen überheblich, war das schon erstmal maßgeblich, dass man, was man da gemacht hat, auch am Ende Geld damit verdient. Schauen wir noch auf ein ganz anderes großes Thema der Zukunft, nämlich der Strukturwandel. Wir warten jetzt alle auf das große Strukturstärkungsgesetz, damit das alles ein bisschen handfest wird hier. Wie richten sich die Handwerksbetriebe ein? Wir haben heute auch vom Wirtschaftsminister gehört, ja auch die Handwerksbetriebe sollten sich ja umorientieren müssen in Richtung Zukunftstechnologien, Wasserstoff, E-Mobilität und so weiter, ist ja das große Stichwort. Passiert das? Unsere Betriebe sind auf der Suche nach neuen Geschäftsfeldern, aber die dazu auch wirklich notwendigen Begleitumstände, auch in Form von Förderprogrammen. Es ist wirklich auch ein finanzieller Aufwand für die Unternehmen, sich umzustellen. Die funktionieren bisher nicht. Wir haben die Antworten vorliegen, dass bestehende Förderprogramme angewendet werden sollen. Und das funktioniert einfach nicht, weil man muss ja einfach mehr ins Risiko gehen. Es ist nicht sicher, dass jede Idee, die man verfolgt, auch wirklich ein Erfolg wird. Und dann kann doch nicht der Unternehmer dafür auch in die Haftung genommen werden. Dann muss er das alles zurückzahlen. Das behindert die Betriebe. Wir müssen einfach kreativere Maßnahmen, aber da sind wir bisher mit unseren Anforderungen, Wünschen, Hinweisen. Ja, wir sind gar nicht bis zur Tür reingekommen. Wir sind schon an der Tür immer abgeprallt. Das klingt jetzt so, als würden Sie ein bisschen hoffnungslos ins neue Jahr schauen, aber kann man, was wünschen Sie sich denn für das neue Jahr, fürs Handwerk? Für uns als Handwerkskammer ist der Job, wir sind die Interessenvertreter, Begleiter, Ratgeber der Handwerksunternehmen und deswegen, auch wenn man mal ein bisschen den Kopf nach unten neigt, nächsten Tag geht es wieder los. Bei den Betrieben ist genauso. Da ist auch nicht jeder Tag, der erfolgreich ist. Und deswegen hoffe ich, dass wir ein gutes, vor allen Dingen friedliches Jahr 2020 erreichen, am Ende auch in die Bücher schreiben können, erfolgreich für die Betriebe in der Mehrzahl. Und was unser Präsident heute in seiner Neujahrsrede formuliert hat, das finde ich sehr wichtig, dass wir auch in unserer Gesellschaft wieder mehr respektvoll miteinander uns austauschen. Man muss nicht von jedem die Meinung teilen, übernehmen, aber es muss doch möglich sein, auch in dieser Gesellschaft anderes lautende Meinungen miteinander auszutauschen und dann nicht über plötzliche, was es da alles so für Methoden und Möglichkeiten gibt, dass man da plötzlich in die Ecke gestellt wird und schon fast abgeschossen. Das ist nicht förderlich. Deshalb an der Stelle hohe Wertschätzung für das Handwerk. Vielen Dank.